Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ein entspannt meditativer Start in diese 321. Episode von Extra Chill. Wir hörten das Stück Mirror to Sky von Walt Disney, alias Fernando Querquera. Die erste Neuvorstellung für heute. Um dieses Projekt schleiche ich schon seit einiger Zeit herum. Nun hat's endlich geklappt, denn ich entdeckte das neue Mini-Album Quiet Thism beim Kavi Collective. Download zum Preis eurer Wahl unter kavicollective.bandcamp.com und allen anderen Online-Stores und Streaming-Diensten. Ihr Lieben, das wohl ungewöhnlichste Osterfest der letzten Jahrzehnte liegt hinter uns. Immerhin konnten wir in Deutschland unter Auflagen noch nach draußen, um das schöne Wetter zu genießen. In anderen Ländern sah es anders aus. An dieser Stelle ein aufmunterndes Coraggio nach Italien, meiner zweiten Heimat. Ich hoffe, die Situation hüben wie drüben wird sich bald entspannen, wenn wir uns alle weiterhin an die Regeln halten.
Und ich versuche zusätzlich zweimal im Monat, euch mit meinem kleinen Podcast auf andere Gedanken zu bringen. Auch heute, am 15. April 2020. Nach dem Einstieg mit Ambient Sounds biegen wir jetzt mit quietschenden Reifen auf die Überholspur ab, mit dem zweiten Neuzugang, gefunden beim deutschen Netlabel Kreislauf. Es handelt sich streng genommen um eine doppelte Neuvorstellung, denn das Hammond S und B Ensemble ist ein Gemeinschaftsprojekt von zwei Jungs aus Neustadt an der Weinstraße. Hammond ist Tobi und S und B ist Sebastian. Drei Tracks brachten die beiden nun als EP heraus. Sie heißt We Still Play House und der Titel verrät schon mal, um welches Genre es sich bei dem Track We Don't Party handelt, der gleich an erster Stelle des Song-Doppelpacks stehen wird. Darauf folgt der dritte Extra-Chill-Auftritt von Spectral Hallucinations, zuletzt dabei in Episode 300. Das neue Album Three Lives wurde bei Liminal Records veröffentlicht und der erste Track des Longplayers landet gleich auf meiner Playliste. Er heißt Quiet Smooth Road. I don't play. You don't? No, here's some chicken wings. That's what I was saying.
Thank you.
Electronica Deluxe. Das war Spectral Hallucinations mit Quiet Smooth Road. Ein Gratis-Download unter liminalrex.com. Bitte unterstützt die Projekte und Netlabels mit dem Kauf der Musik oder mit Spenden. In diesen Krisenzeiten mehr denn je. Vielen freischaffenden Künstlern steht das Wasser bis zum Hals. Also zeigt euch bitte solidarisch. Das gilt auch für das Netlabel Kreislauf, bei dem das Hammond S&B Ensemble seinen Track We Don't Party veröffentlicht hat, der das Songpaar eröffnete. Download unter kreislauf.org. In der letzten Extra Chill Ausgabe stellte ich vorab die große Compilation Pictures from Life vor, die am 2. April beim Label Space Lunch veröffentlicht wurde. Und jetzt folgen zwei weitere Titel, die darauf vertreten sind. Zuerst lernen wir das Solo-Projekt Upwellings kennen. Vincent Rode heißt der Mann an den Reglern. Er stammt aus Rennes in Frankreich. Sein Genre ist Dub-Techno, wie sein Stück Dark Cloud Rhythm anschaulich demonstriert. Auch das ungarische Projekt Marcy Bergoli ist auf der Compilation vertreten. Seine entspannten Chill-Out-Sounds sind uns bereits seit einiger Zeit bestens vertraut. Heute gesellt sich der Song Mystery of Love zu den 4 vorherigen Auftritten dazu. Thank you.
zwei ganz unterschiedliche Auszüge aus der Pictures from Life Compilation. Wir hörten zuletzt Marcy Bergoli mit Mystery of Love und davor gab das Projekt Upwellings seinen Einstand mit der Dub-Techno-Nummer Dark Cloud Rhythm. Die beiden Stücke und der Rest der Compilation wird online bei Bandcamp, Amazon, Apple Music und Spotify angeboten. Greift zu, es lohnt sich und ihr unterstützt so die freie Podsafe Musikwelt. Alle Links zu den beteiligten Musikern und zum Download der Tracks findet ihr wie immer auf meiner Homepage extrachill.de. Dort stehen euch die Shownotes für diese und alle anderen Extrachill-Folgen zur Verfügung. Allerdings habe ich mich entschlossen, die Kommentarfunktion ab der heutigen Episode abzuschalten, da ich schon seit Monaten zugespammt werde. Wer mir Lob und Kritik zukommen lassen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an info@extrachill.de oder nutzt die Kommentarfunktion auf meiner Soundcloud-Seite unter soundcloud.com/extrachill. Die neuesten 5 Folgen sind dort immer präsent. Teilt Extra Chill mit euren Fans und Freunden oder schreibt eine Rezension im iTunes Store sowie den vielen anderen Podcast-Verzeichnissen im Netz. Das dritte Songpaar erfüllt alle Vorgaben der Rubrik Bekannte Alben neu angehört und ich stelle dabei heute das Netlabel Cyan Music in den Fokus, das uns kürzlich mit starken Veröffentlichungen aufs Neue überzeugt hat. Zuerst gibt es einen flotten Nachschlag vom Projekt Axel Word aus dessen PowerPoint-EP, in die wir in Episode 318 schon reinhören durften. Für heute habe ich den Track Chicago Downtown ausgewählt. Und an diesen Song hänge ich thematisch passend das Stück Downtown Gangsters and Time Thieves dran. Es stammt vom Labelchef himself, von Marco Rockstroh bzw. seinem Projekt Smooth Genestar. Sein Album Music for Sleepless Cities ist quasi sein Opus Maximus und verströmt urbane Coolness par excellence.
Ein starkes Doppelset vom Netlabel Cyan Music. Das war Smooth Genestar mit Downtown Gangsters and Time Thieves. Und davor legte das französische Projekt Axel World seinen zweiten Auftritt in meiner Show hin. Wir hörten die entspannte Hausnummer Chicago Downtown. Download unter cyan-music.com sowie gegen eine Spende bei Bandcamp. Auch heute entlasse ich euch mit einem XL-Rausschmeißer, ihr Lieben. Ich kündigte kürzlich ja den Neustart des Netlabels Insectorama auf der Plattform Bandcamp an. Jetzt ist es soweit, denn die Compilation Solitude of the Forest steht in den digitalen Regalen. Einer der 16 Tracks darauf ist das Stück Lunar Winds von Brian Passmore alias Ecodust. Brian stammt aus Kanada und bietet seine Musik über eine eigene Bandcamp-Seite an, sowie beim Streamingdienst Spotify. Alle Links dazu in meinen Shownotes. Bevor wir die heutige Playlist mit diesem 10-minütigen Werk beenden, möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in gut 2 Wochen, denn dann erscheint Episode 322. Macht's gut, haltet Abstand, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Hier nun Deep Chill Out aus Kanada. Wir kreisen um den Mond mit Ecodust und stellen uns den Lunar Winds. Erhältlich gegen eine Spende unter insectorama.bandcamp.com.
erzählen.